Teile für die Luke mit rechteckiger Anordnung. Hallo und herzlich willkommen bei Captain Cut. Ich bin der Michael. In diesem Arbeitsschritt kombinieren wir das im letzten Video erstellte Bauteil mit den vorhandenen Querteilen der Luke, damit wir diese beim Zusammenbauen ineinander stecken können. Dazu brauchen wir das Kombinieren-Werkzeug. Dieses führt die Vereinigung, Ausschneiden und Schnittmenge durch. Finden tun wir es bei Ändern, Kombinieren. Der Zielkörper ist der, den wir verändern und oder beibehalten wollen. Das heißt, der Zielkörper bleibt in der Konstruktion. Der Werkzeugkörper wird bei der Operation verwendet, je nach Auswahl des Vorgangs. Der Vorgang gibt die eigentliche Berechnung vor. Hier gibt es die Möglichkeiten zwischen Verbinden, Ausschneiden und Schnittmenge. Denke, die ersten beiden erklären sich von selbst. Bei der Schnittmenge bleibt nur die beiden Volumina bestehen, wo sich beide Körper überschneiden. Bei neue Komponente werden die Körper in eine neue Komponente umgewandelt, wobei die alte bestehen bleibt. Der meisten verwendete Haken ist wohl Werkzeug beibehalten. Ist dieser aktiv, wird der Werkzeugkörper nicht gelöscht. Nur noch das Ausschneiden aktivieren. In der Voransicht bekommt man schon einen ersten Einblick in die Steckverbindung. So einfach kann man Bauteile aufeinander einpassen. Zur Wiederholung könnt ihr mir bei den weiteren Bauteilen über die Schulter schauen. Hierbei ist gut, dass die Einstellungen von der vorherigen Aktion eingestellt bleiben. Somit spart man sich ein paar Klicks. Wie ihr seht, hat alles wunderbar funktioniert. Hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen für euer Projekt. Abonniert meinen Kanal und bis die Tage.